Herzlich willkommen bei Dynamic Food. Ich habe mein Öl, bei jedem Video, was ich drehe, benutze ich dieses Öl. Und damit mich nicht irgendjemand fragt, was ist in diesem Öl drin, zeige ich euch das heute. Also das ist meine eigene Herstellung, die Flasche habe ich schon 2 Jahre, deswegen die sieht auch nicht so schön aus. Was brauchen wir denn? Ja, wir brauchen hier ein bisschen Thymian frisch, Rosmarin, dann haben wir hier noch frischen Salbei, natürlich ein bisschen Olivenöl, Rapsöl und natürlich Lorbeerblätter und ein Gefäß, wo wir gleich das Öl reinfüllen. Aber ich packe gerne immer noch hier so zwei Knoblauchzehe rein, die quetsche ich aber so, einfach einmal zerdrücken, machen wir mit rein und dann noch eine. Das ist meine eigene Style. Und dann tun wir die ganzen Gewürze auch noch rein. Packen unseren Brühewürfel direkt dazu. Das war's schon. Wir nehmen das jetzt schon wieder so, wie es ist, mit. Einmal kurz so drüber. Ja, jetzt stopfen wir das alles hier nach und nach rein. Ach, doch noch ein bisschen heiß hier. Das ist so eine Geduldssache, das dauert immer ein bisschen. Dickert das wieder schön durch. Dann nehmen wir jetzt hier noch ein bisschen Olivenöl. Gibt halt auch ordentlich Aroma ab. Unser Dynamic Öl. Jetzt wisst ihr, wie es gemacht wird. Ich würde es jetzt noch mal so 2 Wochen stehen lassen, bevor ich es benutze. Und wie gesagt, immer wenn es bis hier weg ist, einfach was drauf gießen, einen Tag stehen lassen und das Aroma ist sofort wieder da. Das ist etwas, was von alleine läuft. Vielen Dank fürs Gucken und ich hoffe, ihr macht es nach. Viel Spaß.